Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hallo Leute, im heutigen Vlog werden wir einen Schreibtisch bauen. Deshalb befinde ich mich auch gerade auf dem Weg zum Baumarkt, wo wir ein bisschen Holz und Schrauben und so. Ja Leute, wir befinden uns jetzt direkt vom Baumarkt und ich würde sagen, wir starten mal rein. Leute, ich muss sagen, wir haben so viel Holzauswahl. Jetzt muss ich erstmal schauen, was ich genau nehme. Und ja, schauen wir mal. Ich habe echt keinen Plan. Ich werde jetzt, glaube ich, so ein Eichebrett nehmen. Ja, ich nehme das. Jetzt brauchen wir mal einen Schrauben. Eine Säge habe ich noch geholt und dann geht's heim. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause, wo ich auch bereits eine Europalette organisiert habe, beziehungsweise eine Palette. Die wird auch dazu dienen. Und ja, dann sehen wir mal, was bei dem kleinen Projekt so rauskommt. Wir sehen uns dann, wenn ich zu Hause bin. Ich befinde mich jetzt zu Hause und an dieser Ecke wird der Schreibtisch jetzt kommen. Das heißt, wir räumen das Ganze jetzt weg. So, dann ist jetzt die ganze Fläche hier freigeräumt. Hier habe ich jetzt das Werkzeug, was ich benötige, das Material. Die Palette, die wird auch eine wichtige Rolle einnehmen, denn die Palette wird so im Grunde so eine Hintergrundgestell, wo man dann hier oben später Lampen montieren kann, falls ich streame oder so. Und ja, ich kann es schwer erklären, ich würde sagen, ich fange jetzt mal an. Das Ding ist, ich glaube, mit der elektrischen Säge wäre ich 10-mal schneller als mit der hier. Ich muss ehrlich sagen, das abzuschneiden, puh, das kostet ganz viel Energie, das hätte ich mir nicht gedacht. Also die Schneiderei ist jetzt beendet und jetzt muss nur noch gebohrt werden, das ist dann nicht mehr so anstrengend und ja. Brauchen Schrauben. Jetzt ist nur noch die Frage, was da jetzt für ein Bit drauf muss, ich glaube der ist es. Probieren wir mal, ja der Bit passt. Also Leute, ich muss sagen, das Ganze ist echt eine verdammte Fitzelarbeit irgendwie. Denn man muss wirklich schauen, dass man genau da rein trifft, wo das halt direkt das Teil drunter ist. Langsam steht das Ganze. Stabil ist es zwar jetzt noch nicht, aber es geht voran. Da ich jetzt kein Holz mehr großartig kaufen möchte, werde ich jetzt die Stütze, was das Ganze hält, ein bisschen improvisieren. Also, es gibt noch mal eine Planänderung, denn ich persönlich habe noch nicht so richtig einen Plan, wie ich das Ganze gestalten werde. Aber ich glaube, so könnte es echt gut ausschauen, beziehungsweise so. Und da dazwischen halt dann wirklich noch eins rein. Es müsste funktionieren und ich glaube, so mache ich es auch. Der Akkubohrer hat sich gerade diesen Moment verabschiedet. Das heißt, ich werde jetzt eine kleine Pause einlegen. Ich habe jetzt den Fuß fertig. Der Bohrer funktioniert auch wieder. Und Schrauben sind mal ausgegangen, das hat mir jetzt meine Frau mitgebracht. Deshalb würde ich sagen, montieren wir jetzt den Fuß ran. Ist zwar nicht der schönste, aber vorübergehend funktioniert das. Jetzt ist es soweit, ich habe jetzt ziemlich alles fertig. Hier ist ein Monitor, hier ist die Laptop-Station, hier habe ich meine Akkus hin verfrachtet. Hier habe ich das CD-Laufwerk und das Coolste daran ist, da hinten ist jetzt wirklich der Bereich, wo man dann hier eine Ding hinstellen kann, eine LED und hier eine LED und hier wäre dann im Grunde so die Kameraperspektive runter und ja, nichtsdestotrotz ist es echt eine coole Geschichte, wie es geworden ist, außer halt der Fuß, der ist halt ein bisschen schief, aber das ist eh nur eine vorübergehende Lösung. Deshalb würde ich sagen, werde ich das Video für heute beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Kommentiert mir eure Meinung dazu. Hiermit bin ich raus.